Ein herzlich willkommen zurück bei einer neuen Serie auf meinem Kanal. In dieser Serie werden wir bei den verschiedensten Spielen die Benchmarks machen, um zu sehen, wie gut sie in 4K auf einem System mit einer GTX 1080 und einem AMD Ryzen 5600X laufen. Hier sehen wir ein Rise of the Tomb Raider drin. Spiel und haben, hier seht ihr, auf 4K eingestellt. V-Sync machen wir mal aus. Und Grafik, seht ihr, ist alles auf den höchsten Einstellungen. So, alles auf den höchsten Einstellungen. Nochmal runter. Ja. Dann gehen wir zurück und schauen mal, wie es so läuft. Da hängt's kurz. Und da haben wir die Ergebnisse. Beim Berggipfel, also beim ersten Part, waren es 40 FPS durchschnittlich, mindestens 27, maximal 62. Syrien 28 FPS durchschnittlich, mindestens 0,39 Bilder pro Sekunde, maximal 61 Bilder pro Sekunde. Und bei Jordmerles Tal 32 FPS durchschnittlich und im Gesamtdurchschnitt ca. 34 FPS. Also ist es gut noch spielbar in 4K. So, das war's dann auch von diesem Video. Als nächstes kommt dann wahrscheinlich ein Test von denk mal, so ein Spiel wie Batman Arkham Knight. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn ihr vielleicht auch noch ein anderes Spiel sehen wollt. Und dann bis zum nächsten Mal, euer Alistair. Ciao.